hat er schon trainiert, hat 100.000 Schuhe ausprobiert. Die Handschuhe sind völlig neu dabei. Orange mit grünen Streifen, jetzt der Schrei. Er ist der Kletterer. Weißt du, und dann sagt der Henrik zu mir, komm doch einfach mal vorbei und probier's aus. Und hast du? Ich hab's ausprobiert und ich sag, das ist einfach Wahnsinn. Das ist wirklich das beste Café am Ort. Und die nehmen mich, verstehst du? An einem schönen Sonntag wachte Caroline sehr früh auf. War ich ziemlich spät ins Bett gegangen, aber sie hatte so eigenartige Träume gehabt und hatte sich nur noch hin und her gewälzt. Da dachte sie, jetzt könnte sie eigentlich auch Kaffee machen, hat ja eh keinen Sinn. Kann ja auch aufstehen, hat ja eh keinen Sinn. Und wenn Sie auf der Seite aus dem Drehrestaurant rausgucken, also jetzt ungefähr aus der Seite, Sie müssen schon aufpassen, ja, jetzt wandert es da gerade vorbei an dem Kartoffelsalat, den Salat, den es übrigens sehr günstig heute gibt. Jetzt ist es da hinten zu sehen. Herr Krischinski? Ja? Ich habe noch mal in Ihren Akten nachgeschaut. Mhm. In Ihren Personalakten. Ja. Hier ist ein Attest vom Arzt. Ja, genau, dass Sie nicht schwindelfrei sind. Ja, das ist richtig. Und als sie die erste Kasse so fast leer hatte, hörte sie ein eigenartiges Geräusch aus dem Boden der Tasse kommen. Sie hörte eine Stimme. Das glaube ich jetzt nicht. Was? Was ist? Da kommt einer hoch? Wo kommt einer hoch? Da kam noch nie einer hoch. Da kommt einer hoch? Entschuldigung, darf ich doch. Lass ihn mich mal gucken hier, was ist da los? Schwindelfrei von wegen, weil sich so schnell dreht. Ja, haben Sie das noch nicht bemerkt? Sie haben noch nicht bemerkt, dass ich einmal pro Stunde... Ich übergebe mich einmal pro Stunde. Das ist für mich normal. Dann könnte ich dich vielleicht auch sehen? Ja, ich bin eine Riesenamöbe. Das wird schwierig. Also ich glaube, dann trinke ich es doch nicht aus. Ich habe den ersten Lautsprecher für Riesenamöben entwickelt, deshalb kannst du mich hören. Ich muss mich mal anrufen. Ich kann auch nicht einfach da hochkommen lassen. Den ruhig an. Bürgermeister? Man muss sich fokussieren. Bürgermeister. Ich kann ganz klar wissen, das will ich machen. Der Bürgermeister würde. Wenn man das weiß, wenn man ein Ziel hat, würde dann sagen, Sie wollen mich verarschen. Wenn man in Berlin ist und endlich ein Ziel hat. Bürgermeister kann ich nicht anrufen. Ich suche. Dann kann man sich als ausgewählt. Ich rufe die Polizei. Man ist ausgewählt. Ich rufe die Polizei. Man ist etwas Besonderes. Man hat etwas, was man verfolgen kann. Polizei wird es auch nicht. Und da muss man sich fokussieren. Die Feuerwehr. Nur weil die Ziel sein. Und bei nichts anderem. Ich habe übrigens genau gesehen, dass Sie in Ihrem Rucksack diese aufblasbare Rutsche haben. Ja. Also ich weiß nicht, wie lange das Okay. Ich habe Angst. Ich habe Angst. In all den Jahren hatte ich immer Angst gehabt. Dagegen können Sie doch was tun. Ja. Das Einzige ist, dass ich mich besaufe. Oder mich absichere. Oh, Entschuldigung. Möchten Sie Ihre Angst überwinden? Bei uns und mit uns? Mit dem Fernsehturmteam? Mit dem Fernsehturmteam. Das wäre das erste Mal, dass jemand so stimmt. Wissen Sie was? Das nächste Mal schalte ich auf Turbo. Ich bin eine kleine Amöbe, mein kleines süßes Mädchen. Ich hab mich in dich verliebt, in diesem kleinen Städtchen. Hast du zu kippen begann? Nein! Bitte! Verzeih mir! Dann hör auf zu singen! Ja, ich hör auf zu singen! Es ist aus mir herausgebrochen! Lass mir noch diese eine Chance. Was mach ich denn jetzt mit dir? Sie beschloss, sie wieder dahin zurückzubringen, wo Möben eigentlich hingehören. Sie nahm den Kellerschlüssel und versuchte, in die Kanalisation zu kommen. Und
da mein Fenster auf, dann können wir dem was zurufen. Was, die Fenster gehen nicht auf. Es muss doch möglich sein, im Notfall ein Fenster aufzumachen. Es könnte doch sonst was passieren. Es könnte doch hier drin brennen und man muss da ein Fenster aufmachen, um rauszukommen. Vieles spielt keine Rolle in 100 Meter Höhe. Naja, okay, ein bisschen haben sie recht, aber vielleicht... Das ist aber normal. Bitte, bitte warte, gib mir noch eine Chance, ich will bei dir bleiben. Ja, nein. Ich beobachte dich schon jeden Tag und jede Nacht und dann bin ich in diese Tasse geraten. Gib mir noch eine Chance. Bitte nicht in die Kanalisation. Ich geb dir alles, was du willst. Ich geb dir was, drei Wünsche frei. Aber was kannst du mir denn geben? Du kannst dir was wünschen, Mann. Dann wünsche ich mir jetzt auf der Stelle einen Stammplatz im... In diesem geilen Restaurant auf dem Fernsehturm. So sei Sie ja sehr gut überstanden. Ach so, ja, ja, klar. Das war top. Was halten Sie von Maximum Wackler? Habe ich Ihnen von dem schon erzählt? Und er sagte ich, nein, Sie haben mir noch nicht davon erzählt. Und dann hat sie ihn angemacht, ohne meine Antwort abzuwarten. Vibration? Verdammt. Dabei ist es passiert. Dabei habe ich mir diesen Finger eingeklemmt. Aber ich weiß jetzt, wo der Schalter ist. Ein Kaffee bitte. Ein Kaffee bitte. Ein Kaffee, natürlich. Sie bekamen den Kaffee sehr schnell. Dankeschön. Doch was war da drin? Oh nein. Hallo! Ich kann nichts dafür, wenn du den Kaffee bestellst. Da bin ich drin. Da waren ja noch zwei Wünsche frei. Aber Sie können doch nicht einfach das Fenster, Sie können doch nicht einfach das... Sind die Gerisse laufen noch weiter? Was haben Sie denn gemacht? Wissen Sie, die Stufe 3, die haben Sie noch nicht erklommen. Der Super Crasher. Herr Krischinski, nehmen Sie sich in Acht. Es kann gut gehen oder auch nicht. Dann wünsche ich mir rote Lackschuhe. Rote Lackschuhe? Ja, so. Aber übers Knie. Rote Lackschuhe? Übers Knie. Ach, du meine Güte. Hat jemand ein Fotoapparat? Mit einer guten Silberoptik? Jetzt ist es zu spät. Mit den roten Lackschuhen. Gleich ganz anders. Irgendwie schien die ein Zauber auszustrahlen. Sie musste anfangen zu tanzen. Auf dem Fließband des Fernsehturms. Wenn ich stehen bleibe, fahre ich natürlich rückwärts. Oder so. Von der Erschütterung fing der Fernsehturm immer leichter an zu wanken und immer mehr und mehr. Aber sie fand es gut. Sie tanzte noch mehr. Die Leute gerieten in Massenpanik. Ah! Aber ihr war es egal. Wow, der Fernsehturm! Oh je! Oh nö! Das ist ja... Thank you.
Und da saßen das Rathaus stürzte mit ein. Meine Damen und Herren, heute Abend um 20.39 Uhr ist in Berlin passiert. Der Fernsehturm ist eingestürzt. Weißt du, und es ist mir egal, ob ein Gebäude steht oder nicht. Weißt du, Helga, es geht um uns. Mein Küchenfenster, ich meine, ich wohne direkt am Alexanderplatz. Da war die Sicht frei. Die Sicht ist... Ich habe endlich mal... Freie Sicht. Ich glaube, der Fernsehturm ist eingestürzt. Aber das ist doch schön. Ja. Schön.